Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter. So, England und Frankreich, ja, England und Frankreich will uns. Wow, das ist heftig. Das ist mal nicht schlecht, Leute. Muss ja alle leider immer noch krank, leider. Finanzen haben wir echt. Prognose hier, okay. So, Leute, jetzt müssen wir mal kurz gucken bei den Jobs. Neuen Jobs haben Jobs. Ja, zurzeit gibt's keine Jobs. Okay. Dann die muss sagen, tun wir mal weiterlaufen ein bisschen. Okay, einer hat's aufgelöst. Okay. Jetzt werden wir halt ab und zu immer mal so gucken im Büro, Leute. Irland und Rumänien will uns, sag mal. Okay, Ding geht aber, haben wir mal. Okay, das ist eine Jugendakademie, okay, wen, da müssen wir mal wieder, okay, da tun wir, wen tun wir mal. Also, Torhüter haben wir ziemlich viel, einmal mal, okay, das haben wir jetzt, wir müssen mal gucken, Leute, weil. Scouting-Bericht haben wir hier. Ja, weil Scouting-Bericht haben wir jetzt auch mal wieder, Leute. So, Leute, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es jetzt ist. Es gibt keine, immer noch, okay, jetzt müssen wir mal schauen, Leute. Dänemark will uns, okay, Dänemark will uns, okay, Leute, bin mal gespannt, Leute. Okay, der geht, okay, Norris wird gehen, okay, gut. So, schauen wir weiter, zurückgezogen. Irland hat zurückgezogen, okay, Norris hat zurückgezogen. So, jetzt werden wir wieder im Büro mal gucken. Haben wir da was? Nein, okay, Dinge haben Nationalmannschaft, sind immer noch keine, okay. Okay, zurzeit ist noch gar nichts, Leute, ne? Muss man so sagen. Jobsangebot, immer noch nichts. Nur national ist jetzt nur noch Irland und Dänemark. Aber da würde ich sagen, Leute, da. Ich will eigentlich gar nicht, da will man gar nicht. So, jetzt tun wir wieder ein bisschen weiter simulieren. Okay, Leute, jetzt sind wir ja fertig, die Saison. Okay, voilà. Okay, jetzt ist halt überlegen, die Sieger. Wir sind Gruppensieger geworden. Platz 2, Platz in der 5. Runde Sieger. Aber wir haben die Meisterschaft nicht gewonnen, die wir wollten, Leute. Sehr kritisch. Wir haben nichts gepackt. Das heißt eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Und die Saison war halt nicht so erfolgreich, wie wir gedacht haben, Leute. Und jetzt werden wir die Saison beenden. Okay, sie wollen uns behalten, Leute. Sie würden uns behalten, ehrlich gesagt, Leute. Okay, Liverpool will, okay, Leute, Liverpool will uns noch haben, auch wenn die Saison miserabel ist. Aber wollen wir noch die Saison machen? Wollen wir die Saison bei Liverpool behalten? Das ist jetzt die Fraktion. Das ist jetzt die Überlegung, Leute. Er geht jetzt ein. Das ist jetzt die Überlegung. Vereinstechnik, wenn es ein guter Verein gibt, eventuell, Leute. Werden wir gehen, denke ich. Wenn es ein gutes Team gibt, das uns haben will, eventuell.
Okay, dann würde ich fast sagen, gehen wir das Turnier mal. Da tun wir mitmachen, weil bei denen, so, das würde ich sagen, das Turnier tun wir mitspielen. So, Leute, aber wir werden mal gucken, was. Okay, dann das ist ja. Okay, Leute, ob wir jetzt in der Liga bleiben, werden wir sehen, Leute, mit der Mannschaft. Wir haben halt nichts hingekriegt diese Saison, Leute. Und das ist halt die Überlegen, bleiben wir in Liverpool oder gehen wir? Paris gewinnt die Champions League gegen die Champions, okay. Aller Bayern verliert das Finale, okay. Okay, gut, okay. Das ist heftig, so die Mannschaft. Transfer, ja, das ist ja. Und jetzt schauen wir mal kurz unser Finanzmann. 290 Millionen. Okay, Leute. Aber Leute, was Wichtigste ist, was wir mal gucken, na, Jobsangebote. Es gibt keine Jobangebote, Leute. Das heißt, wir werden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man in Liverpool bleibt. Dieses Ding, dass man in Liverpool die Wahrscheinlichkeit, wie es aussieht, ist sehr hoch, dass man in Liverpool bleiben, Leute. Sieht so nach so aus, Leute. Es sieht danach aus, Leute, dass man in Liverpool eventuell bleiben so könnten. Weil wir haben, es ist zurzeit kein anderes Aufgebot dabei. Okay, aber das ist jetzt überlegen. Was machen wir? Bleiben wir wirklich oder gehen wir? Das ist halt die Frage. Finanzen hätten wir halt mega viel Geld. Wir haben zurzeit gut Geld. National haben wir halt. Spielen wir halt noch mit Dänemark und Rumänien. Da haben wir leider kein Angebot. Das ist halt ein bisschen schade, finde ich, Leute. Aber so ist es dann. Das heißt jetzt, wir müssen halt mal gucken. Was ist schon abgelaufen? Es ist noch kein Ding ist abgelaufen. Jugendstab. Scouting verfügbar, dann würde ich sagen, bleiben wir in Deutschland, Leute, mit allem und 3 Monaten. Das können wir lassen, Leute. Transfer Scout. So, jetzt ist halt die Frage. Jung ist immer noch da, Leute. Der Mahone, Castells, Neuer, aber na was bei Paris. Aber wir wissen jetzt, bleiben wir oder. Das ist halt die Frage. Das ist alles die Überlegung, was machen wir? Weil kein Team. Er wäre halt gerade ein Mega-Stürmer, da ihn zu kriegen. Es wäre Ding. Aber was wir machen, das ist alles die Überlegung, Leute. Was machen wir? Oh, da gibt's einen neuen. Was? Oh, neuen Stürmer. Da gibt man mal Europa. Schauen wir mal, ob mir was Neues passiert. Weil jetzt werden wir erstmal ein bisschen uns mal gucken, Leute, so ein bisschen. Schauen, vielleicht gibt's noch ein oder der andere, so, den wir mal gucken könnten, ob man vielleicht mal wächst. Aber es wäre, wir müssen, Reus ist auf als freier Spieler, Leute, freier Spieler, okay, Reus ist ein freier Spieler. Okay, freier Spieler, okay. Okay, er ist ein freier Spieler.
Transferwechsel gab's noch keine. Okay, Freispieler gab's noch nicht, aber wir haben schon gut Geld gerade, Leute. Spiele, ja, ein Land, aber die immer schon alle, ich weiß nicht, aber kein Trainer, wie ich noch den Kalle, so, Finanzen sind halt abnormal, wir haben halt fast 300 Millionen, wir haben 300 Millionen, Leute, wir haben 300 Millionen. So, Leute, jetzt wäre halt mal gut, noch Innenverteidiger zu finden. Mit so, mal gucken, mal, ob man bei Innenverteidiger, weil ich weiß nicht, ob wir bleiben oder was, wie wir es machen, Leute. Es wäre halt gut, dass man noch Werte nehmen könnten. Dass man nach Werte prüfen könnte. Aber Leute, ich würde fast sagen, Leute, dass man eigentlich jetzt die Saison zu Ende gespielt haben und dann ends jetzt machen könnten, Leute. Jetzt gucke, ob vielleicht noch ein neues, irgendwie ein neues Team ist. Oder mir dann bei Liverpool bleiben. Aber ich würde sagen, die neue Saison fangen wir jetzt erst beim nächsten Mal an. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.